Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Kerbal Space Program Engineer Career. Natürlich, ich muss mich versprechen beim Intro. Und ja, das werden wir wieder auf dem Launchpad mit dieser wunderschönen neuen Rakete, benutzt ganz neue Technologien, unter anderem das Barrel Staging. Aber ich würde mal sagen, wir fliegen einfach mal los und dann können wir ja weiter drüber reden. Ah ja, ich vergaß. Sehr laut. Holla. Genau, wir haben letzte Baufolge, diese Rakete, die wir die Dream One getauft haben, gebaut. Mit der ganz tollen neuen Technologie, die wir extra freigeschaltet hatten. Asparagus Staging mithilfe von Fuel Ducts. Und ja, die funktioniert ganz gut. Also läuft. Was ist überhaupt das Ziel dieser Mission? Wir wollen zum Mond fliegen. Wir wollen nicht drauf landen, sondern erstmal nur ein Flyby machen oder womöglich in den Orbit kommen. Je nachdem, wie viel wir an Reserven übrig haben. Denn ich bin immer noch womöglich ein bisschen übervorsichtig, aber wir spielen halt mit Dang-It, nicht wahr? Wir haben Dang-It angeschaltet. Wenn was kaputt geht, haben wir Probleme. Also, lieber ein bisschen vorsichtiger sein. So. Asparagus Staging, super Sache. In der Baufolge hatten wir tatsächlich einen kleinen Teststart gemacht, einfach um zu gucken, ob das mit dem Staging und dem TWA und dem DataV ganz allgemein hinhaut. Hat doch alles ganz gut funktioniert, wir hatten nur ein paar Probleme beim Staging, deswegen haben wir jetzt hier oben ein paar Separatrons an den Nasenspitzen, die Nasenspitzen halt wegziehen von der Rakete, das mache ich sehr gerne. Caliber Your Rocketry gibt einem tatsächlich auch speziell Nose Cones, in denen SRBs drin sind, die genauso funktionieren. Die liebe ich auch. Also die sind total toll. Die sind großartig. Wer sich das ausgedacht hat, verdient einen Orden. Aber jetzt versuchen wir halt einfach mit diesen relativ einfachen Mitteln zurechtzukommen. Wir haben noch erstaunlich viel Science auf Lager. Wir haben 500 Science-Punkte. Und für die Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, stapel ich gerade relativ niedrig. Aber im Prinzip will ich auch ein bisschen selber Erfahrung sammeln, wie zum Beispiel Dang-It und die Life-Support-Mod, die ich jetzt habe, bei solchen Missionen zu handeln sind. Ah, gut, das ist eine schöne Trennung. Wir haben einen sehr aggressiven Gravity-Turn, deswegen werden wir gerade ein bisschen warm. Wir können ja tatsächlich mal gucken. Nein, das ist das Falsche. Ich drücke immer das Falsche zuerst. Und die Kapsel wird recht heiß. Ein Problem, das mir also eine Sache, die mir schon während des Testfluges letztes Mal aufgefallen ist. Es ist ein bisschen problematisch, dass hier einige Bauteile sehr heiß werden, weil das bedeutet, dass sie mit Dang-It früher kaputt gehen werden. Müssen wir gucken, ob das wirklich einen Einfluss auf diese Mission hat. Wenn ja, dann müssen wir in Zukunft anders agieren. Aber wir haben definitiv einiges an Reservesystemen und so weiter und so fort. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das trotzdem irgendwie hinbekommen. Wir haben übrigens eine neue Mod. Genau, ich habe zwischendurch Mods geupdatet und auch eine neue wieder, oder eine altbekannte hinzugefügt. Trajectories ist wieder da. Ich möchte es nur tatsächlich ganz gerne gerade mal ausschalten. Ah, da. Trajectories aus. Weil es ein bisschen zu Lag führen kann, wenn man Trajectories anhat und Orbits um einen, also Orbits um einen Atmosphärenplaneten plant, weil dann halt die ganze Zeit die Aerodynamikberechnungen gemacht werden und das kostet ein bisschen CPU-Kraft. Ah, jetzt fällt mir natürlich wieder was ein. Ich hätte das Monopropellant rausschmeißen können. Ja, naja, ich glaube, wir werden zurechtkommen. Ja, wir probieren jetzt wirklich einiges an neuer Technologie aus, zum Teil auch zum Beispiel, nee, Supply Bags, ne, wir müssen Supplies mitnehmen, damit Valentina uns nicht weghungert. Aber auch diese wunderschönen neuen ausklappbaren Photovoltaikpaneele, die wir endlich haben, das sollte, glaube ich, ein paar Probleme lösen. Wir müssen sie nur leider von Hand ausfahren, weil ich noch keine wirklichen Action Groups benutzen kann. Aber sieht trotzdem cool aus. Verzeihung. Während dieser Mission werden wir auch ein bisschen Science sammeln können, weil wir halt zum ersten Mal einen bemannten Flug um den Mond machen. Oh, ich glaube, Scatterer und
Environmental Visual Enhancements haben auch nochmal ein bisschen, wurden ein bisschen geupdatet. Das sieht nochmal ein bisschen schöner aus, tatsächlich, finde ich. Schön. Ja, genau, wir werden ein bisschen Science sammeln, aber es geht hauptsächlich ein bisschen ums Ausprobieren. Wir können ja mal an den Live-Support gucken. Wir haben genug Supply für 22 plus 15 Tage. Ich schätze mal, plus 15 Tage heißt, dass Valentina auch 15 Tage ohne Essen auskommen würde. Was? Warte mal, es wären 15 mal 6 Stunden, weil ein Kelvin-Tag nur 6 Stunden hat. Es wären 60, 90 Stunden. Das wären in Erdentagen. Oh, gut. 3 und ein bisschen. Okay, ja, gut, das kann ich verstehen. Also ein Mensch könnte wahrscheinlich auch 3 Tage ohne Supplies auskommen, denke ich. Es ist zwar sehr, sehr unangenehm, aber man wird es wahrscheinlich überleben. Und dann haben wir noch diese Hab- und Home-Grenzen. Die sagen im Prinzip, okay, Valentina kann es in der Kapsel nicht länger als 7 Tage aushalten. Aber ich denke, die Mission wird nicht mal so lange dauern. Mondmissionen, also Moon-Missionen sind relativ kurz. Minmus wird es schon wieder knapp werden, weil wir einfach relativ mehrere Tage bräuchten, um zu Minmus hinzufliegen. Aber zum Mond ist es relativ simpel. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht so viele Probleme haben. Hoffentlich. So, unser Transferfenster haben wir gerade verpasst. Das ist nicht so schlimm. Planen wir mal wieder anständig Manöver. Am liebsten würde ich tatsächlich erstmal auf einen freien Rückkehrorbit gehen. Weil das bedeutet, dass wenn die Triebwerke oder die Treibstofftanks ausfallen, dass wir dann automatisch wieder zurück nach Kerbin kommen. Warum ändert sich dieser Orbit nicht? Genau. Dann hätten wir hier einen freien Rückkehrorbit. Freier Rückkehrorbit heißt ja im Prinzip nur, wir nutzen die Anziehungskraft des Mondes, um unseren Orbit relativ um Kerbin so weit abzubremsen, dass wenn wir vom Mond wieder freigelassen werden, so langsam sind, dass wir zurück in die Atmosphäre fallen. Es ist nicht der effizienteste Weg, überhaupt zum Mond zu kommen, aber es ermöglicht halt dieses, ich will diese Note zu machen. Das würde ich nicht. Aber es ermöglicht halt mit einem einzigen Manöver irgendwo hinzufliegen und dann wieder zurückzukommen, ohne weitere Manöver fliegen zu müssen. Was steht da? 55.000? Ein bisschen niedrig. Nein, ich wollte einfach. Nee, nicht normal. Da. Oh. Okay, ist ein bisschen fiddelig. Wir werden wahrscheinlich dann nochmal nachkorrigieren müssen. Okay. Wie kriegt man das Ding zu? Ich weiß es noch nicht. Letzte Mods. Ich hätte tatsächlich ganz gerne lieber Precise Note zurück. Weil ich das UI einfach angenehmer zu benutzen finde. Ich muss sagen, diese relativ großen Manöver-Nodes sind verdammt gut. Die sind wirklich viel angenehmer zu benutzen. Aber dieses User-Interface, um so kleine Werte einzuhacken, das ist echt nervig. Das ist nicht so schön gemacht. Also auch nur meine Meinung. So, wir timewarpen jetzt erstmal bis zum Manöver. Machen wir kurz F5. Das ist tatsächlich Valentinas erster kompletter Flug. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Valentina schon eine Mission geflogen haben oder nur mal suborbital oder so gehopst sind. Ansonsten haben wir viel mit Jab gemacht. Das heißt, Val kriegt jetzt endlich Erfahrung. Man kann es jetzt schön sehen, sie hat ihren ersten Stern bekommen, weil sie jetzt das erste Mal in den Weltraum geflogen ist. Sehr gut.
Das heißt, dass wir jetzt tatsächlich auch Prograd und Retrograd, also dass sie das Schiff Prograd und Retrograd halten kann. Sie ist hauptsächlich an Bord, um... Wir haben doch, glaube ich, gar keine EVA gemacht, ne? Das müssen wir gleich noch machen. Wir haben, glaube ich, noch gar keine EVA im Orbit um Kerbin gemacht. Das müssten wir gleich machen. Aber, mache ich das jetzt noch schnell? An sich könnte sie schon heraushopsen, ne? EVA? EVA Report? Yay! Das habe ich nämlich gerade irgendwie zwischen den Folgen noch freigeschaltet. Review Stored Data. Transmit. Antenne fährt aus. Überträgt. Yay! Wir haben unseren ersten Spacewalker absolviert. Sehr schön. Stimmt. EVAs hatten wir noch freigeschaltet. Das heißt, das können wir tatsächlich hier auch noch machen. Hatte ich einfach... Achso, SES ist... Nein! SES war ausgefallen. Weil Valentina natürlich die Kapsel verlassen hatte. So. Surface Mode ist an, deswegen. Time to Node Burn. Eine Minute noch. Dann machen wir unseren Transfer zum Mond. Genau, freie Rückkehrbahn. Den Begriff kann man zum Beispiel, wenn man wissen will, was das im Prinzip bedeutet, sollte man Apollo 13 gucken. Ne? Nachdem denen da die, was war das, der Wasserstofftank explodiert, wird natürlich auch beraten, wie zum Teufel kriegen wir die Crew möglichst sicher und auch natürlich treibstoffsparend wieder zurück zur Erde. Und man entscheidet sich dann gegen einen direkten Rückkehr. Also gegen praktisch das Schiff retrograd drehen, brennen und einfach die Periapsis in die Atmosphäre reintunken, weil man halt nicht weiß, ob das Haupttriebwerk das überhaupt noch aushält. Und vielmehr entscheidet man sich dafür, aus dem aktuellen Kurs einen freien Rückkehrorbit zu machen. Und dann halt so ein Slingshot-Manöver um den Mond zu machen. Das dauert länger, aber der große Vorteil ist, wenn man das einmal gemacht hat, kommt man definitiv wieder zurück zur Erde. Einfach weil die Gravitationskräfte dich dahin bringen. Und das ist verdammt nützlich. Was ist eigentlich das hier? Keine Ahnung. Hier ist ein Pfeil nach oben. Ah, ich schätze mal, hätte ich noch mehr Mods und Widgets hier, dann könnte ich damit hoch und runter scrollen. Okay. Ja, der große Vorteil ist davon halt, man muss kein weiteres Manöver am Mond fliegen. Und es kostet auch relativ wenig Delta V, das heißt, das belastet das Triebwerk relativ wenig, was in der Apollo 13-Situation halt definitiv ein Problem war. Alleine schon die Kiste stabil zu halten, schien ja problematisch zu sein. Uns kümmert das relativ wenig, weil wir einerseits kein Gas verlieren und dadurch irgendwie in Rotation versetzt werden, aber andererseits, weil unser Triebwerk auch noch voll funktionstüchtig ist und wenn es explodiert, explodiert nur das Triebwerk. Das wäre auch noch so ein Bonus und wir haben tatsächlich noch ein zweites. Oder, naja, zweites. Ein drittes wäre es jetzt, ja. Wir haben viele Triebwerke hier. Ja, ich habe sie sicher gebaut. Wahrscheinlich zu sicher. Wir haben jetzt eine freie Rückkehrbahn. Die uns sogar sehr, sehr heftig in die Atmosphäre reintunken würde. Hier wäre es dann wahrscheinlich nochmal sinnvoll, irgendwie ein paar kleine RCS-Ports zu haben, um notfalls den Kurs wenigstens so ein bisschen verändern zu können. Okay, sollte ich vielleicht dran denken, dass man halt so ein OMS hat. Es ist auch nur so eine kleine Sicherheitsvorkehrung. Falls wir wirklich jetzt unsere Haupttransferstufe verlieren, dass wir dann relativ einfach zurück zur Kerbin kommen. Ich denke nicht, dass etwas passieren wird. Und damit habe ich unseren Untergang darauf beschworen. Und wir timewerfen jetzt einfach erstmal zum Mond. Sollte reichen. Ja, wir sind gerade mal 3,5 Stunden unterwegs. Also unsere 7 Tage werden wir nicht annähernd ausreichen. Wir werden... Also eigentlich ist ja noch das Ziel, dass wir tatsächlich in einen Orbit um den Mond einschwenken. Kann ich noch ein bisschen schneller timewarpen? Danke sehr. Einfach weil wir dann ein bisschen mehr EVA-Reports und so sammeln können. Aber an sich, ja, komm. Wir haben hierfür leider auch keine Aufträge. Wir haben keine Contracts, um einen bemannten Flug zum Mond zu machen. Aber ich dachte mir, ja, es wäre eine gute Übung. Dieser niedrige Habitation-Wert
Lässt mich aber auch überlegen, wie ich tatsächlich den Flug nach Minmus gestalten werde. Weil irgendwann werden wir ja bemannt nach Minmus fliegen, schätze ich mal. Oder auch schon irgendwann mal nach Duna. Weil, als ich das letzte Mal irgendwo groß mit USI Life Supporting geflogen bin, habe ich es mir einfach gemacht. Ich habe die Qubits eingefroren. Aber gerade auf die Deep Freeze Mod, die wirklich, wirklich cool ist, wer sie noch nicht kennt, sollte sie mal ausprobieren. Sehr lustig. Aber die habe ich explizit weggelassen, weil ich mir halt diese Schwierigkeit setzen wollte, mal richtig zu lernen, was es heißt, mit Live-Support-Mods zu spielen. Aber Deep Freeze ist halt so, ist halt sehr, sehr einfach, weil du einfach sagst, jo, ignoriere ich einfach mal für die dreijährige Reise. Aber schon beim Flug zum Minmus wird es anscheinend problematisch. Du kannst die Qubits halt nicht in so eine kleine Kapsel sperren und die lassen das mit sich machen. Geht einfach nicht. Okay. Wir haben bis jetzt keinen Triebwerksschaden erlitten, deswegen werde ich jetzt ein bisschen mutig sein und unseren Orbit um den Mond, unsere Periapsis runterschieben, sodass wir in einen relativ niedrigen Orbit einschwenken können. Wir haben 1,5 Kilometer pro Sekunde Delta V, das sollte definitiv reichen, um wieder zurückzukommen. Damit könnten wir sogar wahrscheinlich auf dem Mond landen und wieder zurückkommen. Hier ist das Ding nicht ganz stabil, habe ich das Gefühl. Werden die Supplies gleichmäßig entfernt? Ja, okay. Supplies werden gleichmäßig aus den Containern entfernt. Ansonsten könnte es halt zu. Oh, Periapsis ist halt. Ja, das. Ich habe die Periapsis nach draußen geschoben. Warum sagt denn keiner was? Nee, ich habe sie durch den Planeten geschoben, kann das sein? Durch den Mond. Ja, ich habe sie durch den Mond geschoben. Warum sagt denn keiner was? Das sind 100 Meter pro Sekunde weg. So. Ja, ich habe auf die Anzeigen hier oben geguckt. 16.000 sollte ja reichen. Admanöver Periapsis. Gehen wir erstmal ein bisschen vorsichtig in einfach nur in Orbit. Was war das denn? Achso, dann würden wir uns meinten, einen Encounter mit dem Mond bekommen. Krasse Sache. Ja, doch, noch weiter bremsen. Gehen wir erstmal überhaupt in Orbit und dann evaluieren wir, was wir als nächstes machen. Benetina kann ja schon mal einen Crew Report übertragen. 10 Science, nicht extrem viel, aber wir sammeln Erfahrung, was Life Support angeht. Und Valentina levelt natürlich hoch. So, dann könnte wir auch nochmal ein EVA machen. Okay, es flackert und das erscheint auch auf der Aufnahme. Das ist nicht schön. Das ist wahrscheinlich die Atmosphäre von Kerbin, die hier irgendwie durchflackert. Nicht so toll. Okay, jetzt ist es wieder weg. Ich hoffe, niemandem ist schlecht geworden. Also nicht mehr als sonst bei meinen miserablen Flugskills. So, jetzt sind wir deutlich näher am Mond. Dann werden wir bald vielleicht wieder neue Experimente übertragen können. Läuft ja soweit erstmal meiner Meinung nach relativ gut. Ja, wir treten jetzt in den retrograden Orbit ein. Noch ungeeigneter, um tatsächlich auf dem Mond zu landen. Warte mal, Keep Experiment. Haben wir irgendwie vielleicht ein. Wir haben ja einige Relais-Satelliten. Haben wir vielleicht Relais-Kommunikation? Ja, toll. Können tatsächlich eine Relais-Verbindung aufbauen. Ha! Wundervoll. Dann können wir jetzt den Crew Report übertragen. Sehr schön. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können nochmal ein EVA machen. Nochmal fängt es an zu flackern. Können wir eigentlich. Oh, okay. Valentina hat leider keine Antennen dabei. Schade. Weil mit Remote Tech. Was mit Remote Tech selbst? Oder es gibt eine Mod, mit der man, wenn man Remote Tech hat, auch
Dann haben die Kerbets im Anzug halt eine ganz, ganz schwache Antenne. Und dann kann man EVA-Reports halt direkt transmitten. Was nur sinnvoll ist. Ich meine, Astronauten auf EVA sollten sowieso in Kontakt mit Mission Control stehen. Soweit. Hm? So, Time Warp mal noch ein bisschen. Dunkel. Dunkel wird's. Ich sehe auch nichts. Ich fliege jetzt nach Instrumenten. So, Bremsmanöver. Wupp. Jetzt haben wir einen Orbit. Und damit haben wir den ersten bemannten Orbit. Yay! Okay. Was wir jetzt machen könnten... Es flackert immer noch. Warte mal, ich mache mal kurz einen Quick Save und dann ein Quick Load. Und hoffe mal, dass das Problem dann weg ist. Währenddessen genieße ich eine Tasse Tee. Immer wieder gut. Problem ist weg. Siehst du? Manche Probleme lösen sich tatsächlich durch Aus- und Wiederanschalten. Und was wir jetzt halt machen könnten, ist der Science Dance, ne? Wir können raushoppen, reingehen, Review Stored Data, transmitten. Achso, das sollten wir. We have performed a spacewalk in orbit of the moon. Oh, cool. Ja, reingehen. Oh. Die Antenne hat. Nee, wir haben gerade keine Relaisverbindung. Okay, wir sind gerade tatsächlich total im Schatten. Genau, wir können jetzt also den Science Dance machen, das heißt rausklettern, EA Report einsammeln, wieder einsteigen, transmitten, bla bli blub. Ich glaube, das werde ich auch ganz kurz ein bisschen machen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Keep Experiments, Board. I'm bored too. Die können wir jetzt endlich transmitten. Natürlich ist das nicht ganz so clever, weil wir keinen Electric Charge gerade regenerieren. So. Ich glaube, ich warte erstmal auf den Sonnenaufgang wieder. Die sind sowieso nur Midlands und Highlands gewesen. Lowlands. Lowlands haben wir, glaube ich, noch nicht. Doch. Ach, wir sind jetzt high over the moon. Ja, das ist natürlich so ein Nachteil. Okay, das wäre dann wahrscheinlich erstmal das. Lass mich kurz nachdenken, wie ich am blödesten wieder zurückkomme. Ich müsste eigentlich... Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Unser Orbit ist total lang. Ja, unser Orbit ist total lang, deswegen, ändert der Mond in der Zeit, in der wir unseren Escape machen, ganz schön seine Lage. Aber das sieht eigentlich nach einem verdammt guten Escape aus. Also wir fliegen jetzt im Prinzip relativ zügig wieder zurück. Einfach weil es nicht so viel gibt, dass wir tun können. Ja, war halt wirklich hauptsächlich eine Versuchsmission. Mal gucken, was ich alles schaffen kann mit dem, was ich habe. Wir brennen durch diese Stufe und haben dann noch die hier. Okay, damit kann ich leben. Es geht halt hauptsächlich darum... Upsa. Zu gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass etwas kaputt geht und wie kommen wir mit Supplies zurecht. Supplies sind tatsächlich nicht ganz so das Problem jetzt gerade. Wäre natürlich doof, wenn ein Supply-Container kaputt geht, was tatsächlich passieren kann. Deswegen habe ich halt zwei Container. Es ist einiges auf Redundanz gebaut in dieser Kapsel, Rakete, whatever. Das ist echt ein schöner Ausblick eigentlich. Geh weg. Ja, ich habe gerade den Screenshot für das Thumbnail gemacht. Natürlich mache ich das jetzt. Nicht Surface, Orbit Mode. Ist jetzt keine überragende Mission, aber hey, irgendwann müssen wir es ja machen.
Und ich habe natürlich mein Transferfenster verpasst, aber ist nicht ganz so schlimm. Solange wir halt wieder in die Atmosphäre eintauchen, ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur gucken. Oh, ja, Stage ist alle. Und dann haben wir nur noch diesen kleinen Rest und das hier wird auch alles abgeworfen, bevor wir in die Atmosphäre richtig eintauchen. Warum geht eigentlich mein Navball immer zu? Ich glaube, das kann man einstellen, ne? Warte mal, dann machen wir das jetzt so. Was sagen wir denn? 30.000 müssten in Ordnung sein. Müsste reichen, um uns in die Atmosphäre zu schleudern, auf den Boden zu schleudern. Wir können ja mal Trajectories benutzen. Nein, nein. Okay, Trajectories. Okay, soweit rechnet Trajectories nicht im Voraus. Na gut. Dann verlassen wir jetzt mal die SOI. Hui. Dann kommen wir einfach wieder zurück. Hauptsache Valentina kommt wieder sicher zurück. Astronauten sind teuer. Ich hoffe auch mal, die beiden Fallschirme überleben den Wiedereintritt. Das ist auch wichtig zu erfahren. Wir haben zwei. Einen als Reserve. Weil, ja, ich bin womöglich einfach nur paranoid, was Dengit angeht. Aber in den ersten paar Missionen hatten wir tatsächlich Probleme mit Dengit. Seitdem nicht mehr so wirklich. Was ein bisschen seltsam ist. Aber gut. Focus of Kerbin. Dann gucken wir mal. Ja, wir schmieren definitiv ab. Um es mal so auszudrücken. Wir haben sogar einen sehr, sehr steilen Re-Entry. Und man könnte überlegen, ob man den nicht ein bisschen abflacht. Einfach nur, um die ganze Angelegenheit ein bisschen sanfter zu gestalten. Wir haben nämlich nicht die volle Ablator-Kapazität dabei. Okay, das ist definitiv zu hoch. Einfach weil es Gewicht spart und es auch nicht ganz nötig ist, wenn man nur vom Mond kommt. Okay, das müsste auch reichen. F5 wir nochmal. Ja, also wenn man vom Mond kommt, hat man nicht so absurd hohe Geschwindigkeiten drauf. Obwohl wir natürlich in einem retrograden Orbit sind. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Wir sind wieder in einem prograden Orbit. Okay, cool. Etwas verwirrend, aber definitiv cool. Unsere Supplies. Wirft der Mond gerade einen Schatten? Oder ist das eine Falschberechnung und ist das der Schatten der Sonde? Okay, cool. Oder ist es einfach nur so ein Grafikfehler und da sollte gar kein Schatten sein, aber naja. Was weiß ich schon. Wir könnten natürlich jetzt den Rest unseres Treibstoffs auch noch aufbrauchen und die Kapsel abbremsen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Einfach, weil es eine gute Idee ist. Periapsis auf 40.000 halten. Okay. Periapsis sollte natürlich nicht zu weit sinken. Das klingt einfach sehr ungesund. Wir haben für 40 Sekunden Treibstoff. Wir werden wahrscheinlich deutlich früher in die Atmosphäre eintauchen. Ja, genau jetzt. Aber wir können ja noch ein bisschen durchbrennen. Alles kein Problem.
machen wir denn jetzt für einen Orbit? Ich glaube, es reicht erstmal. Jetzt reicht's. So, jetzt haben wir nur noch den Hitzeschild. Antenne fahre ich mal ein. Hallo? Retract? Eigentlich müssten wir jetzt auch das SES ausmachen können. Der Blader fängt an zu leuchten. Wunderbar. Und da gleitet sie dahin, unsere Transferstufe. Danke sehr, dass du uns so weit getragen hast. Ich muss sagen, es ist eigentlich verdammt gefährlich und wahrscheinlich wird es in einem echten Weltraumprogramm auch definitiv nicht gemacht. Aber ich finde es immer wieder schön, seine Transferstufen erst kurz vor dem Eintritt in die Atmosphäre oder sogar während des Eintritts in die Atmosphäre wegzuwerfen, einfach weil man dann den coolen Special-Effekt sehen kann. Das kann man normalerweise nicht, wenn man das 15 Tage vorher macht, weil der Schrott dann halt irgendwann runterkommt, nur halt nicht zeitgleich mit dir. Oder wenn dann halt mehrere hundert Kilometer weit weg. Und jetzt driften wir halt schon relativ weit auseinander. Die Stufe hat relativ hohen Luftwiderstand, aber dafür relativ niedrige Dichte. Da ist jetzt ein ziemlich großer, praktisch leerer Treibstofftank drin. Während das Ding halt vollgepackt ist. Das Schild läuft erstmal soweit. Surfacegeschwindigkeit 2 Kilometer, sinkend. Alle tippitoppi. Wir verlieren Electric Charge. Achso, weil Valentina natürlich ein bisschen Strom verbraucht. Ja, Kerbits verbrauchen mit USI Life Support auch ein bisschen Strom. Jetzt kriegen wir den richtigen Reentry-Effekt. Sieht's aus. Fallschirme sind kühl. Ist gut. Die Antenne wird recht heiß. Müsste aber reichen, denke ich. Blätter geht runter. Sollte aber reichen, denke ich. Meine goldene Zahl ist ja immer so, sobald man die 1000 Meter pro Sekunde unterschritten hat, ist man eigentlich sicher. Ab da ist es wirklich nicht mehr gefährlich, durch die Atmosphäre zu fliegen. Okay, das Ding ist jetzt leider auch weggedriftet. Naja. Man kann nicht immer alles haben. Die Kapsel wird erstaunlich heiß. Na, jetzt kühlt sie aber langsam wieder ab. Wahrscheinlich, weil wir genug Hitze an die Atmosphäre abgeben können, die langsam dichter wird. Ist ja auch immer so ein Punkt. Da war eine Explosion. Ah, ja, da kann man ganz leicht das Leuchten sehen. Es wird echt noch berechnet. Wow, es sind 7 Kilometer. Haben sie echt erhöht, diese Physics Range. Ah, und jetzt sehen wir die schönen Streifen am Himmel. Kannst du dir jetzt vorstellen, hier unten zu stehen, irgendwo auf den Oberflächen zu kommen. Ganz, ganz leicht kann man es dann sehen. Wie zwei kleine Asteroiden. Uah. Die Kapsel wird echt erstaunlich heiß. Also gut, die Kapsel ist ja... Die MK1-Capsule hält ja erstaunlich viel Hitze aus. Ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam. So, jetzt fangen wir auch an, richtig abzubremsen. Ah, das sieht so geil aus. Also, sorry, aber... So viel besser als normaler Reentry. An sich, ich wette, es gibt schon eine Mod, die während des Reentries die Signalstärke auf 0 setzt, weil während des Wiedereintritts funktionieren die meisten Telekommunikationssysteme nicht, wegen des Plasmas irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nur, dass es so ein Plasma-Blackout während des Wiedereintritts eigentlich gibt, der Kommunikation praktisch unmöglich macht. Ist in KSP jetzt nicht der Fall. Was in Ordnung ist, aber... Ja. Wenn wir schon Remote-Hack haben, dann können wir auch ruhig einen Plasma-Blackout haben. Oder war das sogar eine Standardeinstellung? Konnte KSP-Vanilla das im Prinzip auch? Man muss es nur einstellen? Ja, okay. Dazu beigehauen werden sogar mit 50 Ablator hinkommen können. Obwohl es natürlich sein kann, dass wir irgendwann mal... schneller und steiler reinkommen und dann brauchen wir mehr Ablator. Deswegen, viel Ablator übrig zu haben, ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich habe natürlich auch die Mod Dingens nicht. Nein, habe ich natürlich nicht.
Mir ist gleich. Die, die es heller macht. Ambient Light Adjustment. Richtig. Habe ich nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach hier mal mit dem. Ja, obwohl, wir wollen schon sehen, dass Val wieder sicher nach Hause kommt. Das wollen wir eigentlich schon sehen. Wir landen auf dem Wüstenkontinent, so ich das sehe. Ja. Mission war relativ erfolgreich. Ich war erstaunlich nervös dafür, dass es so eine relative durchschnittliche Mission ist. War ich recht nervös, ob es alles hinhaut. Wir werfen jetzt beide Fallschirme raus. Einfach nur, ja, wir haben sie halt. Wir haben es ja. Ich sehe auch nichts. Also ich sehe Kapsel hier. Ich glaube, auf YouTube wird es nochmal ein bisschen dunkler. Tut mir leid, Leute. Aber ich will jetzt auch euch hier nicht vorenthalten, zu sehen, dass Val tatsächlich sicher wieder nach Hause kommt. Und was wir ja alles an Orden in die Hand drücken. Weil sie so eine tapfere Carbonautin ist, die zum ersten Mal den Mond wirklich aus der Nähe gesehen hat. Und dabei halt ganz alleine die Gefahr eines bemannten Raumfluges auf sich genommen hat. Keine Hilfe, wenn es einen technischen Fehler gegeben hätte. Ein Ingenieur könnte den reparieren. Val nicht. Ich habe tatsächlich auch überlegt, einfach einen Ingenieur zu nehmen und die Sonde an sich ferngesteuert zu lassen. Also das Schiff an sich ist halt eine Sonde und der Ingenieur sitzt im Prinzip nur drin, um Aufzeichnungen zu machen und zu reparieren. Das wäre tatsächlich auch eine ziemlich clevere Weise, wahrscheinlich einen Flug durchzuführen. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Weiß nicht. Also hat jetzt nicht wirklich eine Begründung. Ich habe mich einfach dagegen entschieden. Schnarch. Ja. Ja, ich timewarpe jetzt, bis wir da unten aufschlagen. Mit 4,5 Metern pro Sekunde will ich nicht in Echtzeit 400 Meter tief fallen. Na komm. Beweg dich. Und 4,5 Meter pro Sekunde sind eigentlich noch erstaunlich schnell, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. 4,5 Meter? Hm. Yay, wir sind gelandet. Was war denn? We have returned home from a flyby of the moon. From orbit of the moon. Weißt du, was wir dann auch nochmal machen? Val steigt nochmal aus. Ah, wundervoll. EVA Report. Ja, es war nicht total nötig, aber. Ach, Surface Samples können wir noch nicht sammeln. Oh, na gut. Surface Samples haben wir also noch nicht freigeschaltet. Können, glaube ich, auch nochmal einen Crew Report sammeln. Also, wir hätten das Licht anmachen können. Oh, Licht! Und dann machen wir F5, weil mir schon häufiger beim Recover das Spiel abgeschmiert ist. Und dann recovern wir und dann freuen wir uns einen Keks, dass Val wieder sicher zu Hause angekommen ist. Und ja, ich glaube, das war's dann auch erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Was wir dann machen, absolut keine Ahnung. Kein Plan. Mal gucken, was wir vielleicht so Schönes finden können. Aber bis dann.